Dann gehen wir einmal durch nach hinten. Ja, hier haben wir die Hanuta. Die bringen wir jetzt dann rüber in den Wartebereich, wo sie dann frisiert wird. Hanuta lebt zusammen mit 200 anderen Kühen auf dem Bauernhof von Frank Arnold. Der Hof liegt in Lohr bei Ansbach. Doch Hanuta bekommt bald ein neues Zuhause. Sie wird auf dem Viehmarkt in Ansbach verkauft. Doch bevor sie unter den Hammer kommt, wird die Kuh noch gestylt. Bei uns ist es dann so, die Guten werden verkauft und die Besten bleiben im Stall. Und jetzt wird der Steffen, unser Azubi, wird jetzt die Kuh vorbereiten. Also werden die Haare komplett geschert. Die Kuh wird geschoren, damit sie beim Verkauf besonders gut aussieht. Wichtig ist vor allem das Euter, denn darauf kommt es ja bei einer Milchkuh an. So, jetzt haben wir aus der struppigen, etwas rauen Flexikuh eine exzellente, feine, fast schon Schaukuh gemacht. Und dann geht's wieder zurück in die Herde. Komm, Schnecki, hopp. Komm. 3 Tage ist Hanuta noch bei ihrer Herde. Dann wird es für die junge Kuh ernst. Es geht auf den Viehmarkt nach Ansbach. Alle 2 Wochen werden dort Rinder versteigert. Frank Arnold verkauft fast jedes Mal eins seiner Tiere. Am Tag der Auktion geht es schon früh los. 5 Stunden bevor die Auktion eigentlich beginnt, geht es für Hanuta in den Transportanhänger. Komm, schau, wer da drin ist. So, ich schau da drin. Komm. Zusammen mit Hanuta kommt noch ein junger Bulle mit auf die Auktion. Sie sind 2 von insgesamt 90 Tieren, die an diesem Tag verkauft werden. Komm rein, komm rein. Komm rein, komm. Klappe zu und ab geht es nach Ansbach. Da sitzt der Rinderzuchtverband Franken. Er richtet in der Rezerthalle die Viehauktion aus. Dort angekommen, wird Hanuta ausgeladen und in einen großen Stall neben der Halle gebracht. Hier warten alle Kühe auf den Start der Versteigerung. Bevor es aber richtig losgeht, wird Hanuta nochmal aufgehübscht. In einer Kuhwaschstraße wird sie einschamponiert und abgeschrubbt. Jetzt strahlt sie wieder. Kurz vor Start der Auktion gibt es im Versteigerungsring ein Schaulaufen. Die Käufer können sich so die besten Kühe anschauen. Auch Hanuta hat es unter die Top 10 geschafft. Als eine der ersten geht sie mit der Nummer 40 an den Start. €2.000 für seine Hanuta. Für Frank Arnold ist das ein guter Preis. Ich bin zufrieden, ja. Die Platzierung ist recht gut geworden und ja, der Preis ist auch in Ordnung. Ich hätte auch mehr genommen. Ein bisschen Wehmut? Ja, ein bisschen Wehmut ist auch dabei, ja, dass man es jetzt abgeben muss, aber ja, da muss man mit rechnen, wenn man es verkaufen will.